Hallo und herzlich willkommen zurück bei der 5-Wochen-Challenge Fit ins neue Fotojahr 2021. Was dich diesmal in Aufgabe 2 erwartet, das erfährst du in Kürze in diesem Video, gleich nach dem Intro. Viel Spaß! In der vergangenen Woche ging es ja um das Thema Flatlay Photography. Das heißt, die Vorgabe war eigentlich mehr oder weniger das Endergebnis oder das Aussehen des finalen Bildes. Ein Flatlay-Foto. Diesmal geht es darum, einen etwas abstrakteren Begriff, der uns aber dennoch allen sehr geläufig ist, in einem Bild umzusetzen. Den abstrakten Begriff oder die abstrakte Begrifflichkeit, die ich mir diesmal ausgesucht habe, lautet: Mach's dir gemütlich. Das ist jetzt keine Aufforderung an euch, es euch jetzt eine Woche lang gemütlich zu machen und nichts zu fotografieren, sondern diesen Faktor, nämlich Gemütlichkeit, in einem Foto umzusetzen. Auch diesmal habe ich mich natürlich wieder bemüht, ein paar Beispielbilder für euch hier im Video mit einzublenden, damit ihr euch leichter vorstellen könnt, in welche Richtung die ganze Sache gehen soll. Viele von uns empfinden die unterschiedlichsten Dinge als gemütlich. Gemütlich, in einem Bild ausgedrückt, kann eine kuschelige Decke sein mit einer Tasse Tee. Gemütlichkeit kann ein offenes Kaminfeuer sein. Gemütlichkeit kann aber genauso ein einfach gedeckter Frühstückstisch sein, eine Zeitung mit einer Tasse Kaffee. Also alles das, was wir so im weitesten Sinn mit dem Thema Gemütlichkeit verbinden. Auch diesmal geht es wieder nicht darum, exakt diese Bilder, die ich als Beispiele vorgebe, beziehungsweise euch als Beispiele einfach zeigen möchte, eins zu eins in ein Foto umzusetzen und zu sagen, ha, Gemütlichkeit passt super, sondern das, was ihr als gemütlich empfindet, in einem Bild so umzusetzen, dass der Betrachter oder die Betrachterin beim Ansehen des Bildes genau dieses Gefühl auch empfinden kann. Das ist eine Sache, die in der Fotografie natürlich sehr, sehr wichtig ist. In der Fotografie geht es natürlich nicht nur darum, reine Bildinformation zu transportieren, sondern vor allen Dingen auch Emotionen zu transportieren. Und eine solche Emotion kann eben diese Gemütlichkeit sein. So wie in der Vorwoche auch, wird es auch diesmal so sein, dass wir bis Sonntag in einer Woche, also morgen in einer Woche, Zeit haben. 12 Uhr ist wieder Deadline zum Einsenden der Fotos. Alle Möglichkeiten, mir diese Bilder zukommen zu lassen, sind natürlich wie immer auf meiner Website im entsprechenden Blogbeitrag hinterlegt und ansonsten in der Beschreibung unter diesem Video. Ich danke euch fürs Mitmachen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Tüfteln und Ausprobieren. Nicht vergessen, immer kreativ bleiben. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr beim Livestream zur Bildbesprechung der ersten Wochenchallenge. Macht's gut!